Schauen wir mal in dieses Schiff hinein. Was? Was ist denn ein Creeper da unten? Ja. Was? Hä? Okay. Okay, oh. Creeper. Ich sollte eigentlich das Zombie-Fleisch mitnehmen. Hier waren wir schon. Scheint mir total zu sein. Ich bin aber auch der Typ, der kann sich selber Krämpfe verpassen, wenn er das Bein so komisch anwinkelt. Ich mach das manchmal aus Versehen, wenn ich mich versuche, gemütlich hinzulegen. Oh. Und dann wird es auch gemütlich. Dann war es für eine Sekunde gemütlich und plötzlich, ah, oh Gott, fuck, was ist los? So gemütlich. Ah ja, jetzt spielen wir ja auch endlich Minecraft. Da kann ich meinen Hollow Knight Rant anfangen, endlich. Auf den sich Leon so sehr gefreut hat. Oh ja, mit Sicherheit. Also, ich hasse diese Art Blind Jumps oder so. Wenn man irgendwo ein bisschen weiter runterfällt und es ist größer als der Bildschirm lang ist, dann fällt man sofort in so einen See rein oder Säure oder so. Muss halt aufpassen, wo du... Oh, shit. Hab ich das richtig gesehen? Der hat dich aus dem Boot geschlagen und das Boot kaputt gemacht. Der hat das Boot kaputt gemacht. Ich komm von da. Leon, siehst du, was geradeaus ist? Jetzt links, Steuerbord. Oh, da ist noch eine... Ist das noch eine Sache? Ja. Oh, Gott. Ja, das Steuerbord war rechts. Wollen wir hin? Nee. Nee, nicht jetzt? Okay. Könnten zwar, aber... Ich hätte voll Bock eigentlich. Dann hätten wir eine, die wir abbauen können und eine, die wir als als zweite Festung benutzen können. Ich will eher im Savannengebiet mein Lager aufschlagen. Ah! Ah, ich habe die Kiste gefunden. Oh. Oh shit. Nice. Gibt's was Schönes? Ein paar Mineralien. Bisschen und den geilen Lachs. Wir haben auch ein neues Herz des Meeres. Oh. Scheint mir eine gute Ausbeute zu sein. Ja, das Problem ist, im anderen Tempel, den es da gibt, gibt es nur Goldblöcke zu klauen. Oder vielleicht... Oh, Leon, die Einheimischen. Die Einheimischen, wollen wir den Typen... Oh, okay. Schubsen wir sie zurück ins Meer. Darauf habe ich jetzt Bock. Ja, aber Mann. Da hinten ist noch ein Schiff. Da hinten ist ein Schiff, Alter. Die MS Einheimischen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal in unser Dorf gehen, kann das ziemlich blöd enden und es könnte ein Raid geben. Das klingt doch gut. Zum Glück habe ich im Dorf keine Zeit aufgewendet für irgendwelche wichtigen Sachen. Wollen wir dann da gleich hingehen und den Raid auskosten? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Warte mal, Leon, ich habe kein Boot, Hilfe! Und ich habe es endlich gefunden. Was? Die Tundra mit Schnee und Fichten. Oh shit! Yes! Wo ist sie? Zeig mir. Hier im hohen Norden. Ich hoffe, ich krieg jetzt sofort ein paar Dingsbums-Setzlinge. Oh shit, ich hab einen Spinnenreiter gefunden. Oh. Komm doch zu mir, damit ich mir anschauen kann. Ja, ich komme mal zu dir, wenn ich da hinten. Ich sehe ihn. Fertig sind. Oh, ist ja geil. Ich bin das hier ist meine OC. Okay, cool. Nicht töten, der steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Yeah. Es ist so befriedigend, wenn der Sand dann runterfällt und das Wasser geht weg. Ja. Und diese dreckigen Wächter schwimmen dann auf dem Trockenen. Oh, was ich noch machen möchte, ich gehe jetzt erstmal den Schatzraum suchen. Gott, das sind viel zu... Oh, shit. Lass mich raus. Fliehen. Ja. Ja. Das Problem ist, ich muss erstmal Pioniersarbeit leisten und ein bisschen Schwämme einsetzen. Das Gute ist, wenn die nämlich nicht im Wasser sind, dann sind sie nämlich absolut überhaupt nicht stark. Dann machen sie gar nichts. Yep. Ich kann es kaum erwarten, bis es einfach nur noch plätschern ist, was wir hören. Sollen wir vielleicht gleich mal einen kleinen Rückzug machen, um uns neue Sachen zusammenzukratzen da? Ja, aber das würde ich dann anders regeln. Wie denn? Mit dem Netherportal. Oh ja, stimmt. Warte, mach das doch nicht einfach da mitten im Raum, du Dulli. Komm schon. Doch. Hab mal ein bisschen Stil. Nee. Scheiße. Das ist eine Wand, da müssen wir nicht so viel Ressourcen. Scheiße. Dulli. Ich stehe halt nicht so auf Rechtecke. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir Punktsymmetrie, jetzt kann es losgehen.
Wünsch mir Glück. Oh. Oh. Leon? Ja? Wir sind bei der Nether-Festung rausgekommen. Das ist ja geil. Ich muss jetzt auch sagen, das Basaltgebiet ist recht interessant, weil es im Vergleich zu anderen normalen Gebieten mehr Herausforderungen bietet. Ich weiß nicht, ob es wirklich so herausfordernd ist, einfach nur ein bisschen... Na, man muss sich halt mehr Wege suchen und abbauen. Es ist nicht einfach, oh, das ist ein Berg, da baue ich drüber oder mach dies, das. Ich schätze, das hat einen Punkt. Das ist ein bisschen anders. Muss ich definitiv ein bisschen langsamer vorarbeiten. Und hier hinten ist schon ein Teil von meinen Strukturen. Nice. Und wir bekommen beim unteren Nether-Portal an. Das heißt, ich habe meine Aufgabe schon ein bisschen erfüllt. Jetzt werde ich mich mit Eisenspitzhacken hinsetzen und da ein bisschen was ausbauen. Gott, der Turm sieht so fucking cool aus. Großer Kerl. Ja, yeah, vor allem hier unten der Eingang. Der zweite Eingang. Ach, Mensch. Ich hätte mir wahrscheinlich ein Leon! Ja? Da ist ein Wächter in der Hölle. Wo? Oh. Er ist gerade durch das Portal reingekommen. Das ist gut. Okay, was hatten wir jetzt alles schon? Wir hatten Spinne, Creeper. Skelett, Creeper im Nether. Wir haben alles schon gehabt, also Mensch. Ja. Yeah. Meine Frage wäre, hättest du Lust, wir bauen jetzt das ganze, die ganzen Innereien hier raus, ab. Genau. Und wenn wir das dann einfach als Grundlage für einen Tempel hier verwenden würden? Das ist ja ganz nett. Wir gucken. Weil das würde ich besser finden, als wenn wir einen zweiten Tempel dann noch umbauen würden. Irgendwie würde ich jetzt gerne noch voll abranten bezüglich des Polar Express. Ich habe den dreckigen Film mindestens 6 Mal gesehen. Und? Ich fand den Schaffner ziemlich scheiße. Und die ganze Story. Das macht alles keinen Sinn! Ja. Was soll die Scheiße? Das ist nicht immersiv. Fucking Polar Express macht den Land fuchs teufelswild. Ja. Heutzutage gibt's doch eh keinen Polar mehr. Oder alles abgeschafft. Oder Klimaerwärmung. Luis hat angerufen, wir spielen jetzt Terraria. Ich hasse diesen Witz, das macht mich so wirklich? Traurig. Ja. Traurig? Ja, ich merke nicht, dass es mich ersetzt. So. Das ist völlig scheiße. Ich habe mit Luis schon gesprochen, der hat ja ein kleines Haus gebaut, wir können dann heute Abend gleich anfangen mit Terraria. Ich komme mir gerade vor wie so ein Niederländer. Warum? Was? Weil wir das Wasser beseitigen. Wir dürfen unser Land nicht ertrinken lassen. Ja. Unsere schönen unsere Tulpen. Als ob wir selben dämlichen Witz hatten. Wirklich? Ja, ich hab doch... Hast du mir nicht zugehört? Ich hab dich nicht aussprechen lassen. Ich sagte, wir müssen unsere Tulpen beschützen. Warst du damals eigentlich ein großer Freund von den Teppichrutschen? Kennst du die? Das ist nett. Weil diese rutschenden Indoor-Spielplätzen, die mit Teppich, wo man auf einem Teppich sitzt. Ja, oder dann... auf dem Jahrmarkt. Ah, ich weiß nicht. Auf dem Jahrmarkt nicht, auf dem Indoor-Spielplatz war ich da mal. Das ist tatsächlich eine der Stadt, in der ich gerade bin. Hm. Da war ich aber schon nicht mehr eine lange Zeit. Da werde ich wahrscheinlich niemals wieder hingehen. Wollen wir da zusammen hingehen? Ja. Nee. Kriegen da bestimmt Rabatte, wenn man zu zweit. Ich glaube, alle Indoor-Spielplätze haben momentan zu. So. Offensichtlich. Und wenn illegalen Teppichrutschen Indoor... illegalen Teppichrutschen. Okay, wir sind schon ziemlich fast fertig. Wir sind fast fertig mit dem Wasser hier. Das ging um einiges schneller, als ich dachte. Hast du schon diesen komischen Außenring gemacht, der so in der Spitze ist? Noch nicht, nein. Aber da habe ich schon angefangen an einer Stelle.